Hallo und willkommen zurück zu Atelier Riser. Wir haben ein bisschen Zeit, bevor wir wieder Empel und Lila besuchen wollen und können deshalb hier mal neue Sachen machen. Eisbombe, oh cool. Ah, mit der Eisbombe, da hätten wir bestimmt den See gefrieren lassen können. Naja, schauen wir mal. Ja, das wären Trades, wo müssen wir hin? Hier unten. Aber da brauchen wir aber viel Eis. Ah ja, dadurch, dass wir jetzt diese Aquasteine haben, geht das bestimmt. So einen. Und einen zweiten. So, hier brauchen wir zwar noch Feuer. Achso, brauche ich ja nicht sortieren. Können wir hier unten den nehmen? So, dann brauchen wir noch einmal Seafood. Ich weiß nicht, ob wir dann Zweier haben. Ach doch, die Sardine. Die mir gar nichts nützt. Weil. Ja? Na, was brauchen? Grün, genau. Wir brauchen Grün und nehmen deshalb diese Muschel hier. Jetzt können wir hier nämlich den nochmal reinschmeißen. Und haben unsere Eisbombe. So, wo können wir noch was Neues craften oder noch was verbessern? Mal eben runterscrollen. Ingot. Ja, genau. Wir haben jetzt ja dieses neue Erz da bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Koberinit, genau. Ja, da müssen wir unbedingt noch mal in die Höhle rein. Und uns mehr davon besorgen. Ich werde das dann auch mal mit der Eisbombe im Gepäck probieren. Damit ich es nicht vergesse, machen wir das gerade mal eben. Packen wir das Heilzeug mal weg, da die Eisbombe rein. Du nimmst das Heilzeug. So. Dann haben wir hier noch neue Sachen. Honig. Elz. Sugar, also Elzzucker. Was soll Elzzucker sein? Und wo ist das Rezept? Da oben ist eins. Okay, das wäre das Richtige. Das heißt, wir brauchen hier zweimal Rot. Einmal. Zweimal. Also einfach ein Zuckerwürfel.
So, da konnten wir letztes Mal noch keine Farbe draus machen. Wahrscheinlich immer noch nicht. Ich würde es trotzdem mal ausprobieren. Fünf Zutaten haben wir nur und hier fehlt uns dann irgendwo diese Regenbogentrauben. Da haben wir nicht genügend. Genau, jetzt brauchen wir hier drei. Und wir haben aber nur einen, so wir können noch zwei Zutaten hinzufügen, geht also immer noch nicht. Gut. Oh, den Stab können wir verbessern, das Schwert können wir verbessern, weil wir Bronzeeisen haben. Dann fangen wir mal mit dem Schwert an. Ach so, da ist Rolle. Ja, okay. Hier haben wir Rezept. Brauchen wir jetzt mal ein einfaches Fell. Brauchen wir noch Metallbarren? Haben wir bestimmt nicht. Achso doch, hier brauchen wir das. Beziehungsweise hier brauchen wir es nicht. Hier können wir das verwenden. Ist das klug? Wir haben dann noch einen frei. Mercenary Skills L. Ich habe bestimmt keinen Dreierblitz. Nö. Dann haben wir hier noch Seafood für einen Trade Slot. Würde ich mal machen. Haben wir noch einen vernünftigen Trade? Critical geht ja nicht. Okay. Ne, wir haben ja nichts Vernünftiges. Ich könnte natürlich zur Not, wenn sich nichts anderes findet, Puny Slayer hier nehmen. Und jetzt nehmen wir hier noch das andere Bronzeeisen. Okay, wir haben doch einen schönen Trade. Attack Charge Level 4. Müsste dann ja 4 Attack-Punkte bringen, oder? Ja, von 17 auf 21 gestiegen. Ah, das sieht doch schon mal nach was aus. Direkt mal ausrüsten. Für Lent natürlich. Und es bringt 12 Punkte Angriff, 7 Punkte Verteidigung, dafür 5 Punkte Speed weniger. So ist das halt, ne? Und mehr Hitpoints auch. Ja. Kann man mal machen. So, können wir jetzt noch einen schönen neuen Stab machen? Ja, können wir. Ne, können wir nicht. Wir können den verbessern, wir können ihn aber nicht herstellen. Wie geht das denn? Achso, weil wir hier kein Ingot haben, okay. Ein Hammer. Der ist für Tau, oder? Ja. Können wir auch verbessern, aber nicht herstellen.
Müssen wir noch mal ein paar Ingots herstellen. So, hier haben wir jede Menge. Speed Charge Level 4. Sehr schön. Ich nehme mal mit rein. Qualität, wäre eine Möglichkeit. Def. Nochmal Qualität. Trade Slots. Ja, wir brauchen mindestens einen Trade Slot. So, Feuer. Oh, hier haben wir sogar ein Dreier Feuer. Ein schönes Öl haben wir da irgendwo mal gelootet. Ich nehme das mal. So, das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen hier keine Sense draus machen. Wir könnten Qualität noch ein bisschen steigern. Wir könnten Attack-Wert ein bisschen steigern. Oder hier nochmal die Qualität steigern. Achso, wir können noch zwei Sachen machen. Da brauchen wir fünf. Das ist schlecht. Ich mache das auf jeden Fall mal so, dass wir hier einfach mal Attack kriegen. So, das kriegen wir nicht mehr voll. Ja, hier haben wir auch kein Dreierfeuer. Aber hier die Qualität um 10 zu steigern ist natürlich besser als auf der rechten Seite. Die nochmal um 5 zu steigern. So, da haben wir 4 Punkte Speed mit dabei. Und dann würde ich sogar hier nochmal auf Schnelligkeit gehen. So, und daraus jetzt eine schöne Waffe craften, nämlich mal einen Stab. Ach, und die Trades gehen alle nicht. Naja. Wo ist denn der Stab? Da unten. Okay, dann brauchen wir hier einfach nur. Einfach nur Eis. Ah, guck mal, die Palmrinde. Die ist schon nicht schlecht. Jetzt nicht für diesen Stab, aber generell schon. Attack Charge Level 3. Ich will eigentlich eher Speed Charge oder zur Not Skill Charge. Gut, dann nehmen wir halt Skill Charge. Gab's da nicht noch Level 2 oder so? Ja. Aber den. So, da ist egal.
Okay, hier hätten wir nochmal das Attack Charge. Das will ich jetzt hier nicht nehmen. Also beziehungsweise das Bronze-Eisen, weil wir es hier nämlich brauchen. So, Skill Power um 15% steigern und Attack Power um ein bisschen was steigern. Ah ne, wir haben natürlich keine Trades freigeschaltet. Ja, Pech. Man kann nicht alles haben. Trotzdem sollte es besser sein als Risers alte Waffe. Ja, Attack 14 besser, Defense um 1 nur besser, Speed um 1 schlechter. Das ist insgesamt schon sehr gut. Denn auch Riser haut ja relativ viel zu. Momentan noch. Tja. Was können wir sonst noch machen? Eigentlich den Hammer, dafür brauchen wir jetzt nochmal wieder Bronzeeisen. Oh Mann, ja, müssen wir machen. Und wenn ich dann das Bronzeeisen gemacht habe, dann muss ich natürlich nochmal... Ach, hier können wir auch noch... Bestial Air. Machen wir das mal eben zwischendurch. Wo ist denn das Rezept? Achso, weil wir jetzt Level 17 sind, können wir das machen, okay. So, Pflanzenessenz mit Wind haben wir nicht. Warum hast du denn behauptet, ich kann das hier herstellen? Na gut. Also gehen wir wieder zurück zu dem Bronzeeisen. Okay, aber keine Wahl. Attack plus 3 wäre nicht schlecht. Qualität ist auch gut. Nochmal Qualität, Trade Slots. Achso, das kriege ich gar nicht freigeschaltet. Weil ich hier nichts mehr habe. Na gut, dann gehen wir in die Qualitätsstraße. Okay, hier könnte ich noch mal mehr Def nehmen und dann haben wir hier noch mal mehr Def. Ich kann aber nur noch zwei Sachen hinzufügen. Ich glaube, wir haben hier kein Dreierfeuer, ne? Doch, haben wir. Weil wir... Was ist das? Weil wir das Öl gemischt haben. Ach, guck mal an. Das ist gar nicht schlecht. Dann machen wir hier nochmal so ein Erz rein. Warte mal. Ach so. Ja, hier ist Dev plus 2, hier ist Dev plus 3. Das bringt nur einen Dev-Punkt. Was können wir nicht machen? Und zu den Trades? Ja. Mal dann ein Dreier, ja, das können wir machen. Ah ne, komm. Ich bleib jetzt bei der ersten Sache. So.
So, jetzt mal gucken, können wir jetzt den Hammer für Tau bauen? Also wir können bzw. ja verbessern. Was ist mal der normale Ingot? Dann hier Eis. Skill Charge, das wäre glaube ich nicht schlecht für ihn. Dann hier ist das Bronzeeisen, oder? Nochmal wieder Ingot. Ist egal, wir nehmen hier das Bronzeeisen. Und hier nochmal Bronzeeisen, dann würden wir das die Waffe craften. Jetzt ist die Frage, machen wir vorher noch was? Drei Blitze wird schwierig. Qualität würde gehen, Trade Slot würde gehen. Nach Wind sortieren, wir haben nur einer Wind. Trotzdem besser als nichts. Ja. Und jetzt einmal den. So, Tao, haben wir für dich auch noch eine schöne neue Waffe. Bringt 17 Angriff mehr, 11 Defense und 1 Speed. Okay, das ist sehr schön. Was bringt dieses Power Horizon? Ups. Kann man hier nicht sehen. Hier, so. Okay, Attack und Physical Elemental Damage mehr. Mhm. Ich glaube, dann sind wir durch. Okay, Kurkensweats könnten wir noch bauen. Ja, nur damit wir es mal gecraftet haben, machen wir das. So, mehr will ich da glaube ich auch gar nicht. So, ich denke mal, dass jetzt auch ein Tag vergangen ist durch die ganze Synthese. Ich bin mir nicht sicher, habe nicht auf die Uhr geguckt. 2 Uhr nachts. Wir gehen einfach mal. Gut, da hat sich nichts getan an Quests. Ich meine, es ist ja auch mitten in der Nacht. Aber ihr seid bestimmt schon wach, was? Konnichiwa. Lento? Hallo. Lent? Oh, sei sanft, ja. Oh! Yakamashii. Halt einfach die Klappe und halt still.
Lento, sono kega dousta no? Masaka, Lira-san ni chousen wo? Was zum Teufel? Lent, was ist mit dir passiert? Hast du Lila mal wieder herausgefordert? Sonna inochishirazu na mane ga dekiru ka? Na, so dämlich bin selbst ich nicht. Au! Ikinari kizu darake de korogarikonde kita. Wake o kiite mo nani mo iwan. Er war schon in diesem Zustand, als er hier eintraf. Und er sagt mir nicht, was passiert ist. Es war doch nicht Boss, oder? Glaubst du wirklich, dass ich gegen so jemanden verlieren würde? Nein, es war mein Vater. Oyaji? Dein Vater? Das ist aber ziemlich schlimm für einen Streit zwischen Vater und Sohn. Möglicherweise hast du sogar gebrochene Knochen. Ja, er ist ziemlich heftig. Er war ja früher mal Söldner. Aber jetzt ist er einfach nur ein... Keine Ahnung. Also hat er dich wieder geschlagen? Du solltest mal jemandem im Dorf darüber Bescheid geben. Ach, das ändert doch gar nichts. Jeder in der Stadt geht ihm einfach nur aus dem Weg. Also ist er ein früherer Söldner und ein jetziger Nichtsnutz. Ja, so kann man das wohl ausdrücken. Und jeder behandelt ihn so, als hätte er die Pest. Selbst meine Mutter ist von zu Hause fortgelaufen. Aber nur weil ich sein Sohn bin, warum muss ich denn... Au, oh, verdammt, Lila! Ich habe keine Lust, dir zuzuhören, während du dich im Selbstmitleid suhlst. Außerdem gibt es eine einfache Lösung für das Problem. Werde einfach stärker, als er es ist. Mehr brauchst du nicht. Ja, das stimmt. Und genau das werde ich auch tun. Danke, Lila. Ein solch offensichtlicher Ratschlag verdient keinen Dank. Also, kümmere dich um den Rest der Wunden und sieh das als Teil deines Trainings an. Okay, du kannst dich auf mich verlassen. So wie ich Lent kenne, brauche ich einfach nur ein paar Schmerzmittel. Von einem Extrem ins andere. Schmerzmittel klingt aber sehr gut. Ja, ich rühre mal welche zusammen und bringe sie dir vorbei. Halte so lange durch. So, wir brauchen ein Blessing Ointment mit mindestens 30er Qualität. Und das müssen wir Lila geben. Mhm. Blessing Ointment habe ich ja schon mal hergestellt. Ich weiß nicht, ob ich es noch besitze. Das Lila geben.
Nö, haben wir nicht. Dann machen wir das jetzt mal eben. Hm. Blessing Ointment. Ein Stückchen Bitterwurz. Dann irgendwas für die Qualität. Haben wir nicht so direkt. Rotes Supplement haben wir auch nicht genügend. Hier hätten wir denn Qualität. Ich brauche wahrscheinlich noch rotes Supplement. Ich gucke mal, ob ich hier noch Blumen habe, die hohe Qualität haben. Ja, haben wir. 40. Das würde ja genau reichen. So, wir haben Nachmittag, also ruhig noch mal nach Aufträgen gucken. So. Oh. Bitteschön. Ah, du hast das Schmerzmittel mitgebracht. Da bitte, Lent. Puh, ja, ich fühle mich schon direkt besser. Es ist zwar nicht super stark, aber für deine Schmerzen sollte es, oder für deine Verletzung sollte es reichen. Weil du das so schnell herstellen konntest, bist du bei mir im Ansehen als Alchemistin gestiegen. Ach, wirklich? Ja, da hat sie recht. Ich glaube, ich kann mich jetzt noch mehr auf dich verlassen. Ja, ich glaube, es ist schon okay, wenn ich jetzt ein paar Komplimente entgegennehme. Aber ich kann natürlich nur mit Lent und Tao darüber reden. Und natürlich Claudia. Sie will ein bisschen bei Claudia angeben, wie gut sie jetzt schon geworden ist. Dann schauen wir mal. Oh. Claudia, bist du zu Hause? Hallo, Riza. Ein guter Zeitpunkt. Ich habe gerade Tee gekocht und Knabberzeug vorbereitet. Was, wirklich? Oh, vielen Dank. Genau darauf hatte ich gehofft. Na, dozo.
Naja, dann genießt die Sachen. Ach, dein Essen ist immer das Beste. Meinst du wirklich? Also der Tee ist ja teure Exportware, aber die Kekse habe ich selbst gebacken. Wow, das ist ja fantastisch. Ich kann solche Sachen ja überhaupt nicht. Deshalb hast du definitiv meinen Respekt verdient. Ach, verglichen mit dir und den anderen bin ich doch gar nichts. Ihr arbeitet alle drei so hart, um eure Träume zu verwirklichen. Ja, ich weiß ja, dass Lent und Tao auch ihre Gründe haben, genauso hart zu arbeiten. Ja, genau wie du mit deiner Alchemie. Ja, so langsam habe ich den Bogen raus. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich Spaß. Ich frage immer noch Lent und Tao, dass sie mich beim Sammeln begleiten, aber so langsam will ich auch längere Ausflüge machen. Das muss echt schön sein. Ich wünschte, ich könnte alle bei ihren Abenteuern begleiten. Ja, ich glaube, ich weiß, wie du dich fühlst. Wenn wir stark genug werden, um dich zu beschützen, dann können wir vielleicht mal mit deinem Vater darüber reden. Wirklich? Das würdest du tun? Versprichst du das? Oh, danke. Ja, klar, ich verspreche das. Okay. Wir können wieder nach Hause. Raisa, du hast Besuch. Es ist die wunderbare Tochter von Herrn Valens. Hi, agatte moratte. Okaasan, Claudia ni dake taido ga chigau nda yo ne. Okay, schick sie hoch. Ha, Mutter ist so nett zu ihr. Shitsurei shimasu. Hallo, Raisa. Konnichiwa. Irasshai, Claudia. Hallo Claudia, ich habe nichts zu essen da oder so, aber fühle dich ganz wie zu Hause. Oh, danke schön. Bist du heute ganz allein hier? Ja, Lent und Tao haben beide zu tun. Aber warte mal, ist das deine Flöte da? Was ist denn los? Naja, weißt du, ich habe versucht, mutiger zu werden und deshalb... Was? Ich kann dich nicht hören. Tut mir leid, lass mich erstmal zu Atem kommen. Was ist? Geht's dir gut? Raisa hitori ga aite nara yuki o daseru to omotte kiite hoshii no. Sono watashi no furuto.
Da du hier ganz alleine bist, denke ich, ich kann meinen ganzen Mut zusammennehmen und meine Flöte... Fruto, kiku... Ha, kikasete kureru no? Atashi ni? Deine Flöte? Du willst mir echt was vorspielen? Minna ga ganbatteru tte kiite, atashi mo kangaeta no. Chiga. Urayamashiku natta no kamo. Als ich gesehen habe, wie hart ihr alle arbeitet, da wurde ich irgendwie ein bisschen neidisch. Claudia, dou kana? Also, was sagst du? Iiyo, mochiron daikange. Demo atashi ongaku toka soyu kyoyou ppoi no wakaranai kedo. Ja klar, mach nur, aber ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von der Musik. Sonna koto kankei nai yo. Tada kiite kureru dake de ii no. Mach dir darum mal keine Sorgen. Hör einfach nur zu. Wakatta. Sore ja yoroshiku onegai shimasu. Okay, dann also sobald du bereit bist. Auch wenn ich nichts von Musik verstehe, kann ich trotzdem sagen, wie schön das ist. Domo, arigatou gozaimashita. Puh, danke, dass du mir zugehört hast. Sugoku, sugoku kirei na oto datta, Claudia. Nante iuka, tonikaku sugoku kirei. Claudia, das war so wunderschön. Mir fehlen die Worte. Danke, Ryza. Ich bin wirklich froh, dass ich das geschafft habe. Dass ich endlich den Mut gefunden habe. Ich glaube, ich gehe jetzt auch wieder nach Hause. Ich wollte einfach nur, dass du mich spielen hörst. Das war echt so großartig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum sie so schüchtern deswegen war. Ich hoffe, sie macht es irgendwann nochmal. Morgens 9:30 im Urwald. Oh, eine gruselige Bedrohung. Ja, sieht so aus. Eieiei. Da prallen unsere Schwerter ab, was? Ein riesiges, gepanzertes Reptil. Ryza, iikagen nōsagyō o tetsudatte chōdai. Langsam reicht es mit dir, Ryza. Jetzt hilf eigentlich deinem Vater mit der Arbeit auf dem Bauernhof. Und zwar sofort. Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich dafür keine Zeit habe. Ich muss mit meiner Alchemieforschung weitermachen. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Dieser Alchemiekram ist einfach nur merkwürdig. Du bist einfach faul. Aber das lasse ich jetzt nicht mehr zu. Das ist überhaupt nicht merkwürdig.
変な道具使って変なこと始めたって方々で噂になってるわよ。まったく。Du benutzt merkwürdiges Werkzeug, um merkwürdige Sachen herzustellen. Ist dir eigentlich klar, dass alle in der Stadt über dich sprechen? Nande soko de mattaku nante kansou ni nan no sa? Yuu nara sugoi wa ne desho? So wie du es sagst, klingt es, als wäre es was Schlechtes. Du solltest mir eigentlich eher Mut machen. Itsumo mitaku Rento ya Tao to asobu dake nara mada shimo. Kondo wa Barents no ojousan ba de makikonde. Es ist ja die eine Sache, wenn du mit Lent und Tao rumgammelst, aber jetzt ziehst du auch noch dieses Mädchen von den Valens mit rein. Du weißt überhaupt nicht, wovon du da redest, Mutter. Alchemie hat mit Rumgammeln nichts zu tun. Ach, dieses Mädchen. Ich raff das echt nicht, dass meine Mutter Alchemie merkwürdig nennt und sie glaubt, ich gammel hier nur rum. Da ist sie bestimmt nicht die Einzige. Auch der Rest des Dorfes denkt wahrscheinlich ähnlich. Die Erwachsenen sind alle so stur. Die verstecken sich hier einfach alle nur vor dem Rest der Welt. Natürlich war uns das allen längst klar. Und ja, sie haben einfach Angst vor allem, was anders ist. Zumindest versucht Herr Brunnen mal was Neues. Jedenfalls kann ich mich nicht auf meine Alchemie konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit ausgeschimpft werde. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Ich habe mir nämlich einen super duper fantastischen Plan ausgedacht. Und das wäre? Klar, du Alchemisten-Genie. Und was ist dieser unglaubliche Plan? Deinen Sarkasmus wirst du schon noch bereuen, wenn du meinen Plan erst gehört hast. Und zwar ist es, ein Geheimversteck zu bauen. Na, ich verstehe. Du willst die Sachen hier aus deinem Zimmer räumen, damit du nicht mehr ausgeschimpft wirst. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Da bin ich aber überrascht. Das ist aber ein ziemlich armseliges Kompliment. Ich glaube, das ist eine wunderbare Idee, Riser. Dann haben wir unseren eigenen geheimen Platz. Ja genau, ganz für uns alleine. Aber wir müssen natürlich Ampel und Lila davon erzählen. Ja, die beiden sind jetzt ja quasi sowieso unsere Freunde. Also weißt du schon, wo du das bauen willst? Ja, natürlich. Diese Lichtung im Feenwald wäre doch perfekt. So angenehm und offen und keine Monster. Ja, da muss ich jetzt schon drüber nachdenken, warum meiden wohl die Monster diesen Ort? Das wird auch einen Grund haben.
の人にはまず見つからないね。湖に面してて土台もある。これは確かに明暗かも。Auf dem Festland. Ja, so werden es die Dorfbewohner nicht finden. Und es hat ein solides Fundament. Das könnte funktionieren. Ja, nicht wahr? Also, weiter, macht mir ruhig noch ein paar Komplimente. Du bist fantastisch, Reiser. Wir wären nie auf den Gedanken gekommen, etwas so Schwieriges zu bauen wie ein Haus. Oh ja, stimmt. Und so ein Versteck muss ja erst noch gebaut werden. Das heißt, ganz viel Material besorgen, ganz viel craften. Ja, genau. Meine Fantasie ist grenzenlos. Was? Ein Haus? Ja, ich denke mal, so ein Versteck ist ja quasi ein Haus. Der Gedanke ist dir gar nicht gekommen, was? Jetzt fühle ich mich total dämlich, dass ich so erfreut darüber war. Meinst du, ich kann vielleicht Alchemie benutzen, damit der Bau ein bisschen was schneller geht? Was fragst du uns das? Du bist hier die Alchemistin. Warum fragst du nicht einfach Empel? Vielleicht kann er dir ein paar Hinweise geben. Ja, genau das mache ich auch. Ja, das heißt, wir sind mit den ersten Schritten durch, so wie es aussieht. Taking the first step Nummer 7 durch. Und jetzt geht's los mit Jeder verändert sich. Ja, wir werden dann morgen mal Empel fragen und für heute erstmal Schluss machen. Also macht's gut, bis dann. Tschüss.